Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar geht es heute weiter mit dem zweiten Teil meiner Lieblingsbücher. Ihr habt mich gebeten, euch mal meine Lieblingsbücher zu zeigen. Es gibt schon einen ersten Teil, wo ich die ersten 9 oder 10 Bücher gezeigt habe. Und jetzt habe ich hier nochmal so einen Stapel zusammengesucht. Ich glaube, es wird noch einen dritten Teil geben, weil es gab ja auch einen Haufen E-Books, die ich sehr gerne mochte und über die ich dann vielleicht nochmal reden muss. Da muss ich mir aber erst noch was raussuchen. Da kann ich nicht einfach durch mein Regal gehen und mal eben gucken. Das ist der Nachteil an E-Books. Aber ja, ich dachte, wir machen einfach mal weiter und hier werden bestimmt ein paar Bücher auftauchen, die ihr entweder schon tausendmal gesehen habt, weil ich sie euch schon tausendmal in die Kamera gehalten habe, oder vielleicht werdet ihr auch positiv überrascht. Wer weiß, ich bin gespannt. Mal gucken. Es kommt ja auch darauf an, wie lange ihr schon dabei seid, ne? Wenn ihr gerade ganz neu seid, dann seht ihr vielleicht jetzt auch viele neue Bücher. Das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, ach, das ist einfach eine ganze Reihe, die ich so abgrundtief liebe und die ich auch irgendwann nochmal rereaden werde. Ich habe sie so sehr geliebt, dass ich sogar die Zwischenbände, die auf Deutsch nicht erschienen sind und die letzten, ich glaube, 1 oder 2 Bücher waren es noch, die auch nicht auf Deutsch rauskamen, die habe ich dann sogar auf Englisch gelesen, weil ich es so toll fand. Ich bin ja super faul beim Englisch lesen, aber hier war es einfach notwendig. Und zwar Das Geheimnis von Ella und Micah von Jessica Sorensen. Das war meine erste Reihe von Jessica Sorensen und ich habe mir das Buch mal in so einer Mängelexemplarkiste im Rewe mitgenommen und habe gar nichts erwartet. Und es war so, so gut. Es war einfach alles dabei, was ich liebe. Es geht um Ella und Micah. Die waren mal beste Freunde und Nachbarn. Die sind also in den Häusern so nebeneinander aufgewachsen. Und da war auch immer so eine gewisse Anziehung. Aber dann ist was ganz Schreckliches passiert und Ella ist weggegangen aufs College und hat sich von Micah entfernt. Und jetzt kehrt sie wieder nach Hause und er ist halt noch da und die Anziehung ist auch noch da, aber sie hat halt dann noch so ihr Trauma, was sie aufarbeiten muss. Und das klingt eigentlich super kitschig und gar nicht nach etwas, was mir gefallen dürfte, aber es sind die Umstände, in die Jessica Sorensen hineinschreibt, sage ich mal so. Wir haben hier keine typischen glücklichen Familien, sondern das Ganze geht eher so Richtung White Trash. Also so ein bisschen. Also hier haben wir nicht unbedingt die typischen Trailerpark-Familien, sondern schon so Vorstadt-Kleinstadt-Familien in eigenen Häusern und so, aber trotzdem keine privilegierten Menschen. Also es ist immer so, also es ist einfach nicht so viel Geld vorhanden und das Ganze spielt immer so ein bisschen in der Emo-Szene, aber nicht richtig so Emo-Grunge-Szene so ein bisschen. Also die Figuren hier hören so Bands wie Silverstein, also so Post-Hardcore-Bands und so. Und das ist ja halt voll mein Musikgeschmack. Und deswegen kann ich mir halt auch diese Leute mit ihren Flanellhemden und so richtig gut vorstellen und mit richtig viel dick Eyeliner drauf und so. Und ich liebe das. Das gefällt mir so gut. Ich kann mich da irgendwie so gut reinfühlen. Ich liebe das. Also auch wie sich Ella und Micah annähern, ist einfach super, weil hier wird gar nicht, also ja, die sind Freunde, aber trotzdem wird die Anziehung von Anfang an klar gemacht. Von daher wird da gar nicht so dieses, oh, er ist mein bester Freund und ich bin auf einmal in ihn verliebt. Nee, das ist halt von Anfang an irgendwie da und oh, es ist so gut. Also ich kann die Reihe wirklich empfehlen. Ich liebe die. Es geht dann in Band 3, glaube ich, auch um die Freunde, um Lila und Ethan. Und oh, das war auch so gut. Lila und Ethan sind zwei komplett andere Charaktere als Ella und Micah, aber es ist auch so gut. So, so gut. Und ich liebe diese Reihe einfach. Ich kriege da nicht genug von. Dann habe ich hier ein Buch, das habe ich garantiert schon ein paar Mal gezeigt, und zwar One More Chance von Y. Kieland und Penelope Ward. Das war der Auftakt der Second Chances-Reihe, wobei das in den USA auch irgendwie als Standalone vermarktet wurde. Das ist einfach eins der lustigsten Bücher, die ich jemals von Y. Kieland und Penelope Ward gelesen habe. Und ich hab's geliebt. Es geht um Aubrey, die möchte, glaube ich, irgendwie in eine andere Stadt fahren.
Also den Anfang da, den kriege ich gar nicht mehr zusammen. Also sie will auf jeden Fall mit dem Auto eine längere Strecke zurücklegen. Ach, ich glaube, sie hat einen neuen Job irgendwo angefangen. Und sie wird dann auf einmal angelabert von so einem richtig sexy Typen mit australischem Akzent. Und der lädt sich dann so ein bisschen ein, bei ihr mitzufahren. Und damit beginnt so ein richtig wilder Roadtrip zwischen Aubrey und Chance. Und Chance ist irgendwie ehemaliger Fußballspieler und super sexy. Und zwischen denen entwickelt sich dann so eine Anziehung. Und ja, auf diesem Roadtrip kommen die sich dann näher. Sie fahren nach Las Vegas und überfahren fast eine Ziege, die sie dann als Haustier adoptieren. Und ja, natürlich entwickeln sich dann da Gefühle, aber so einfach kann es ja nicht sein, ne? Und es ist einfach super lustig. Also, es macht so einen Spaß, dieses Buch zu lesen, allein schon wegen dieser Ziege, die sie da adoptieren. Es war super, es hat mir so gut gefallen. Und ja, also es ist auch so ein Buch, da komme ich aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Dann ein Buch, da habt ihr euch bestimmt schon gewundert, warum ihr es im ersten Teil noch nicht gesehen habt. Ach ja, Blake von Jack Heath. Einer der besten Thriller, die ich jemals gelesen habe. Also Wahnsinn. Einfach weil Blake so ein cooler Charakter ist. Es geht um Timothy Blake, der eigentlich ein ziemlicher Loser ist. Er verdient sein Geld, indem er für Menschen Rätsel löst. Also er macht da so Inserate, dass Leute ihm ihre Rätsel zuschicken können. Und wenn er die löst, dann kriegt er dafür so ein bisschen Geld. Aber das ist eigentlich nichts, wovon man so wirklich leben kann. Also das ist irgendwie, er schnorrt sich so durch, wohnt in einer WG mit einem sehr zwielichtigen Typen, der irgendwie auf Drogen ist. Und ja, das ist aber alles schon ganz richtig so, dass er so unter dem Radar fliegt, denn er hat eine sehr wilde Neigung. Es geht so ein bisschen Richtung Dexter, falls ihr die Serie kennt. Sagen wir es so, Timothy tötet Menschen. Aber nicht unbedingt aus reiner Mordlust. Er möchte etwas anderes damit befriedigen. Und dabei hilft ihm der Staat. Denn er kassiert Todeskandidaten ein, mit denen er dann seinen Trieb befriedigt, sage ich mal so. Und er hilft generell auch der Polizei, denn er ist sehr schlau. Er kann gut denken. Er kann so out of the box denken. Und deswegen wird er öfter mal vom FBI als Berater hinzugezogen. Und auch hier hilft er dem FBI, einen Fall zu lösen. Und da trifft er dann halt auch noch auf eine Frau, Agent Thistle. Die beiden kennen sich aus dem Kinderheim. Und zwischen den beiden entwickelt sich dann so eine Anziehung, die für Timothy Blake eigentlich gar nicht geht, weil er sich dann nicht mehr kontrollieren kann. Und oh, das ist so gut. Also wir haben hier einfach alles. Er ist so ein stranger Charakter, ja, er ist so total wild. Er ist so cool. Ich war direkt in den verknallt, ohne Scheiß. Ich habe ja selten Book-Boyfriends, ne? Aber Timothy Blake hat mein Herz im Sturm erobert, ohne Scheiß. Ich finde den so geil. Und dann diese Love Story mit dieser FBI-Agentin. Und dann, also wir haben so einen Crime-Aspekt. Wir haben eine verkorkste Jugend. Wir haben seinen Trieb, den er da hat. Und das ist so geil. Ich liebe das. Und tatsächlich wurden bei uns in Deutschland nur Teil 1 und 2 übersetzt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie die, vor allem Teil 2 hat mit so einem fiesen Cliffhanger geendet. Ich habe mir jetzt Teil 3 und 4 auf Englisch besorgt. Und werde die demnächst irgendwann mal rannehmen. Also da werde ich mir irgendwie so einen ganzen Monat Zeit für nehmen, mich mal durch diese englischen Bücher zu arbeiten. Weil ich bin ja chronisch faul dafür, ne? Also, aber ich habe so Bock zu erfahren, wie es mit Blake endet. Also, super Buch. Dann ein Buch, das, es war jetzt gar nicht so perfekt, aber es war einfach etwas, ich mag diesen Trope. Und zwar Blind Date, tödliche Verführung von Becca Foster. Hier geht's um Hartley? Ja. Hier geht's um Hartley. Die hat ihren Mann verloren. Und sie ist jetzt aber langsam wieder dazu bereit, sich dem Dating zu widmen und fängt dann halt an, sich mit Männern zu treffen. Und kurz darauf merkt sie, dass sie gestalkt wird. Es fängt mit so Kleinigkeiten an, die in ihrer Wohnung auf einmal anders sind, als sie sein sollten. Auf einmal liegt ein T-Shirt von ihrem Mann auf dem Tisch und
Sie weiß ganz sicher, sie hat es da nicht hingelegt. Und in ihrem Haus wohnt ein Polizist, Ace. Die beiden können sich eigentlich gar nicht leiden, obwohl er natürlich super sexy, super hot und so ist. Und Ace hilft ihr dann, steht ihr bei und die versuchen halt rauszufinden, wer ihr da hinterher spioniert. Denn in der Gegend treibt ein Serienmörder sein Unwesen und Hartley hat total Angst, dass sie jetzt in sein Visier geraten ist. Ja, also das Buch. Ich mag einfach diesen Trope, dieses Stalker-Ding und dann gepaart mit einem sexy Polizisten, der ihr beisteht und die versuchen dann rauszufinden, was da abgeht. Es war sehr prickelnd, sehr, ja, etwas. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war einfach cool. Es war wie so ein 90er-Jahre-Thriller oder Anfang der 2000er sind solche Filme rausgekommen. Und es hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen, hat Spaß gemacht. Es gab dann noch einen zweiten Teil. Da ging es aber um andere Personen. Trotzdem war das irgendwie miteinander verwoben, so ein bisschen. Der war aber nicht so gut. Also man hätte es auch bei diesem einen belassen können. Dann ein Buch, das würde man heute wahrscheinlich so ein bisschen in die Kategorie Dark Romance stecken. Ich finde, das ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Und zwar Tainted Hearts von Lila Paz. Paz, Pacey, ich weiß nicht. Das ist eine Dilogie, der Auftakt einer Dilogie und beide Bücher waren absolut großartig. Es geht um Vivian, die ist Studentin und sie hat eine spezielle sexuelle Vorliebe. Und zwar träumt sie davon, von einem Mann überwältigt zu werden. Ja, ohne Rücksicht, ohne Gnade. Sie ja, möchte sehr übergriffig behandelt werden. Und so jemanden kennenzulernen ist natürlich nicht einfach, aber dann lernt sie Jonah kennen, ein, ich weiß gar nicht, der war auch irgendwie, ich glaube, der hat an der Uni gearbeitet oder so. Weiß nicht, ob der irgendwie Professor war oder so. Das weiß ich nicht mehr. Es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall lernt sie den auf einer Party kennen. Und die beiden fühlen sich sofort irgendwie zueinander hingezogen. So kaputt zieht kaputt an, so ungefähr, ja. Und ja, nach einiger Zeit erzählen sie sich so von ihren Vorlieben und er möchte ihr diesen Wunsch erfüllen. Allerdings soll es halt nur Sex sein und keine Beziehung oder so. Sie sollen praktisch Fremde füreinander sein, damit das auch alles funktioniert. Aber natürlich läuft das so nicht, sondern da entwickeln sich dann Gefühle und es kommt halt auch immer mehr raus, warum Vivian diese Vorliebe hat und warum er ihr sie so gerne erfüllt, ne? Und natürlich ist es eine sehr abgefuckte Liebesbeziehung, aber die ist so gut. Die hat mir so gut gefallen und es war einfach mal was komplett anderes. Es war einfach, ja, es war nicht so weichgespült, sondern ich mag es ja, wenn die Charaktere so richtig kaputt sind, wenn die so richtig traumatisiert sind. Und ja, deswegen hat mir das so unglaublich gut gefallen. War richtig gut. Dann ein Buch, das ich auch geliebt habe, war Punk 57 von Penelope Douglas. Das habe ich tatsächlich damals auf Englisch gelesen und habe es dann dieses oder letztes Jahr nochmal auf Deutsch gelesen, nachdem es jetzt endlich rauskam. Und es hat mir immer noch so gut gefallen. Also ja, es geht um Misha und um Ryan. Die beide sind Brieffreunde. Die wurden irgendwie Brieffreunde, weil man Ryan für einen Jungen gehalten hat, aber sie war halt ein Mädchen und die haben sich ewig geschrieben, waren richtige beste Freunde und ja, dann ist irgendwie der Kontakt abgebrochen. Sie haben nie Bilder voneinander gesehen, es gab nur diese Briefe und jetzt taucht Misha an Ryans Schule auf und stellt fest, Ryan ist überhaupt nicht dieses nerdige Girl, für das er sie immer gehalten hat, sondern sie ist ein richtig fieses Cheerleader-Mädchen, das andere Leute fertig macht und es ist also, so, sie ist so eine richtige Person, die total abstößt und er beschließt ihr, das Leben zur Hölle zu machen. Allerdings haben die ja beiden trotzdem eine Vergangenheit. Also sie weiß nicht, wer er ist, er weiß nur, wer sie ist. Und das ist so eine Bully-Romance, wo er sich dann halt trotzdem total zu ihr hingezogen fühlt und er macht sie fertig und gleichzeitig ist da halt so diese Anziehung. Das ist ein Buch, das ist einfach super. Bully Romance ist, glaube ich, so ein bisschen die Spezialität von Penelope Douglas. Ich habe noch zwei andere Bücher in die Richtung von ihr gelesen und ja, das ist einfach cool. Ich mag das irgendwie. Es hat so einen ganz speziellen Vibe und einfach hier diese Brieffreundschaft und so, da wie das sich entwickelt hat, fand ich so süß, war so niedlich. Und es ist einfach ein Buch, das wahnsinnig sexy ist.
Dann eine Reihe, oh Gott, ich glaube, ich habe noch nie eine Buchreihe so schnell verschlungen wie die. Also das war abartig. Und zwar Undeniable Eva und Deuce von Madeleine Sheahan. Aber das ist halt nur der Auftakt der Reihe. Ich glaube, es gibt 5 Bände. Und ich finde es super schade, dass sie nicht weiterschreibt, weil es gibt noch so viel Potenzial. Es ist eine Reihe über einen Motorradclub, die Hell's Horseman. Und dieses Buch fängt schon so abgefahren an, ja. Es geht um Eva und sie besucht irgendwann, ich glaube, ihren Vater, der Präsident eines Motorradclubs ist, im Gefängnis. Da ist sie noch ein ganz kleines Mädchen. Und dort trifft sie zum ersten Mal auf Deuce, der auch Sohn eines Motorradclub-Präsidenten ist, aber schon 10 Jahre älter oder so als sie. Also sie ist, glaube ich, als sie sich das erste Mal treffen, 9 oder so und er 19. Und die treffen sich im Laufe der Jahre immer wieder und es entwickelt sich so eine Anziehung. Aber am Anfang ist sie halt noch minderjährig und das geht natürlich nicht, aber ich sag's mal so, es entwickelt sich daraus eine gigantische Liebesgeschichte, die halt, weil sie ja beide Teil von Motorradclubs sind, natürlich richtig dreckig mit Mord und Totschlag einhergehen und enden wird, ja. Ein richtig krasses Element hier war, dass Eva einen Stiefbruder hat, der in sie verliebt ist und sie erwidert das gar nicht so richtig, aber er ist total besessen von ihr und herrscht so ein bisschen über sie und bestimmt, was sie tut und was sie lassen darf und so. Und als sie sich dann so zu Deuce hingezogen fühlt, rast der komplett aus. Ich glaube, der hieß Frankie. Und dann kommen natürlich noch da so andere Motorradclub-Probleme hinzu. Das ist absolut, was hier passiert ist, irgendwie nicht von dieser Welt. Das war so richtig Sons of Anarchy-mäßig, aber irgendwie noch dreckiger. Also, das hat mir so gut gefallen. Es war eine Liebesgeschichte, die genau meinen Nerv getroffen hat. Und auch die weiteren Bände waren immer richtig cool. Die waren teilweise auch super lustig. Also, irgendwie hatten, also alle Figuren, die wir hier treffen, sind absolut kaputt. Also die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Ich liebe das, ja. Ich kann einfach mit diesen glatt geschliffenen Figuren, die mal so ein bisschen Drama in ihrem Leben haben, einfach nichts anfangen, sondern ich mag das, wenn Menschen so richtig kaputt beschädigt sind und dadurch vielleicht auch schwierig sind, aber sich davon halt nicht unterkriegen lassen, ja. Und auch die anderen Bände, also wir hatten da oft Age Gap und ja, viel Blut, Mord, Totschlag. Also Madeleine Sheehan schreibt sehr brutal und trotzdem halt wahnsinnig sexy. Und oftmals passen die Figuren auf den ersten Blick überhaupt nicht zueinander, aber die sind der Wahnsinn. Also also es gibt selten eine Reihe, die ich so sehr empfehlen kann. Gerade jetzt, wenn ihr im Moment ist Dark Romans ja wirklich sehr im Kommen, besorgt euch die Reihe. Also ich weiß nicht, ich glaube, als Print gibt es die nicht mehr. Schon seit ein paar Jahren nicht mehr, aber gegebenenfalls halt auf Englisch. Oder vielleicht hat man Glück und die gibt es noch als E-Book. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall eine Reihe, die sich lohnt. Vielleicht kriegt man sie auch noch gebraucht oder so, ne? Wahnsinn. Dann ein Buch, das geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar ist es ein Jugendbuch, nämlich Annähernd Alex von Jen Bennett. Das war das erste Buch, das ich von Jen Bennett gelesen habe und sie ist einfach eine meiner absoluten Lieblings-Jugendbuchautorinnen. Die ist so cool, die schreibt so authentisch und so super einfach, ja. Ich mag die total gerne. Hier geht's um Bailey. Die wohnt mit ihren Eltern zusammen oder nur mit ihrem Vater? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Oftmals gibt's hier Scheide. Ich glaube, die hat nur mit ihrem Vater zusammen gewohnt. Und sie ist ein absoluter Filmfreak und flirtet so ein bisschen mit Alex aus dem Filmforum. Und die beiden erzählen sich alles, tauschen sich aus und ja, haben die besten Gespräche miteinander. Dann trifft sie aber auf Porter. Porter ist neu in der Stadt, er ist ein Aufschneider, er surft und die beiden arbeiten zusammen im Museum.
und geraten dort immer wieder aneinander. Das ist so ein richtig cooles Museum. Das ist, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Thema hatte. Da gab es ganz abgefahrene Sachen, zu Piratenzimmern und sowas. Also wie dieses Museum beschrieben wurde, war so cool. Ja, und Porter und sie kommen sich dann halt immer näher, aber da ist ja halt auch noch Alex. Und ja, ich sag's mal so, ich finde, der Klappentext, wenn ich den jetzt vorlesen würde, würde der schon alles spoilern. Und wir erfahren als Leser auch ziemlich schnell, dass es hier gewisse Zusammenhänge gibt. Aber das war so egal, weil die Geschichte trotzdem so einnehmend und so süß ist und sich so echt anfühlt irgendwie und einfach so super unterhaltsam ist, weil Jane Bennett einfach so tolle Figuren erschafft. Also es sind halt auch nicht diese super glücklichen Familienverhältnisse immer, ne? Also sie ist einfach eine tolle Autorin. Sie hat Scheidungen. Ich weiß, dass es in einem Buch damit geendet hat, dass da hat der Vater irgendwie die Mutter betrogen und das hat dann auch nicht mit Aididaidi Sonnenschein geendet, sondern mit etwas, was wirklich real im Leben passieren könnte. Und in einem Buch hatte ein Junge lesbische Mütter, also ne, der ist von zwei Frauen aufgezogen worden und so. Und allein dadurch sind die Bücher irgendwie was ganz Besonderes, weil es halt nicht diese 0815-Familien sind. Und das gefällt mir total gut. Das ist damals im Königskinder Verlag rausgekommen. Das war so ein Imprint von Carlsen, glaube ich. Den gibt es nicht mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Bücher nochmal neu aufgelegt wurden, weil Jane Bennett ja immer noch bei Carlsen verlegt wird. Ich glaube, die gibt es jetzt halt in so einer Paperback-Ausgabe. Ich habe damals das noch als Hardcover gehabt und. Ach, ich liebe das. Das muss ich auch unbedingt nochmal lesen. Da weiß ich auch, dass mir ein Reread total nochmal gefallen wird. War ein klasse Buch, wirklich, war super. Und dann das letzte Buch, das ich euch heute zeigen möchte, ist ja auch so ein New Adult Roman. Hier ist die Besonderheit, dass es von einem Mann geschrieben wurde. Zu dem Zeitpunkt gab es irgendwie New Adult von Frauen. Und zwar Ein Song für Julia von Charles Sheehan Miles. So. Das ist ein Buch, das mich auf, also dieser ganze Autor hat mich auf einen Fuß erwischt. Das habe ich so nicht kommen sehen. Hier geht's um Crank Wilson. Crank ist Punk. Er ist mit 16 von zu Hause ausgezogen. Jetzt ist er 24. Er redet eigentlich kaum mit seinem Vater. Er hasst seine Mutter. Wenn die überhaupt noch lebt, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und das Einzige, was ihm in seinem Leben wichtig ist, ist seine Musik voranzutreiben, seine Band erfolgreich zu machen und sein Bruder. Sein Bruder ist Autist und ja, Crank liebt seinen Bruder einfach. Und dann geht es um Julia. Julia ist die Tochter von so einem Diplomaten oder sowas. Also es war irgendwie was Politisches. Und sie hat einen Skandal in die Welt gerufen, der ja, den Ruf des Vaters irgendwie gefährdet hat und ja, sehr angespannte Familienverhältnisse da irgendwie in dem Haus, ne? Also sie ist das reiche Mädchen und er der arme Punker und die beiden treffen dann aber auf so eine Antikriegsdemonstration aufeinander und wusch, ja, also und ja, die beiden sind dann so in fremden Welten, ja, die. Er kommt nicht mit ihrem Leben klar und sie kommt nicht so richtig mit seinem Leben klar, aber die beiden sind halt total verrückt nacheinander. Und das klingt jetzt so ein bisschen so Romeo und Julia mäßig oder so, aber Charles Sheehan Miles hat, also das Besondere bei ihm, finde ich, ist der politische Aspekt in den Büchern. Er war selbst, glaube ich, im Irak stationiert und er lässt diese Themen, Irak, Afghanistan und so, lässt er immer wieder in seine Bücher einfließen. Und das ist so gut. Also dieses politische Interesse, das kennt man einfach so aus New Adult Romanen nicht. Und das ist auch in seinen anderen Büchern so. Ich habe noch ein oder zwei andere Bücher von ihm schon gelesen oder so Kurzgeschichten gab es dann irgendwie auch über diese Thompson Sisters. Also das ist eine Trilogie. Ein Band fehlt mir davon noch. Ich glaube, da gab es noch so Kurzgeschichten, die habe ich auch gelesen. Und das findet sich halt immer wieder, dieses politische, dieses Krieg ist nicht gut und wir müssen was dagegen tun und ja, Politik überhaupt so und Anti-Krieg und sowas. Also es ist super gut, ist mal was ganz anderes und es hat einfach, also wie er schreibt, ich finde es einfach auch interessant, eine Liebesgeschichte aus der Sicht eines Mannes zu lesen,
weil das nochmal ganz anders ist. Es ist so ein bisschen nüchterner, als wenn es von Frauen geschrieben wird. Es ist weniger verkitscht, aber fühlt sich dadurch ultra gut an. Also es ist eine Reihe, die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, das waren die Bücher, die ich einfach liebe, die ich niemals mein Regal verlassen lassen werde. die waren einfach großartig und haben richtig Spaß gemacht. Und ja, das war's. Mehr habe ich dann heute gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dann. Tschüss.